Ja, moin zusammen oder guten Abend. So, es geht wieder los. Wir sind mit dem vierten Livestream dabei und ja, mit dabei sind heute der Norman und natürlich auch der Mike Schönen guten Abend. und der David. Guten Abend. So, was haben wir heute auf Agenda? Auf Agenda haben wir heute Forelle räuchern für Anfänger und Fortgeschrittene mit dem Dennis Rendelsmann. Und ja, Dennis, freuen wir uns schon drauf, wird sicherlich ganz spannend. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, Jungs, erzähl doch mal, was habt ihr die letzten 2 Wochen gemacht? David, vielleicht fängst du mal an. Ja, ich war nicht letztes Wochenende, sondern davor das Wochenende beim Hardbait Cup der PTC. Ja, es war der erste Hardbait Cup. Besonders an dem Format ist, dass man nur mit Hardbaits angeln kann. Überraschung, ja. Es war extrem heiß. Die erste Runde endete bei mir 1 zu 1 und es ging vielen anderen auch so. Also die Fische hatten nicht so richtig Lust. Ich hatte vorher auch mal mit der Hand ins Wasser gefühlt. Das Wasser war warm. Ja, fast wie eine Badewanne und entsprechend träge waren die Fische und ja, für mich lief es dann am Ende gar nicht so schlecht. Ich bin ungeschlagen aus dem Wettbewerb raus. Besonders an diesem Wettbewerb ist, dass es ein Viertelfinale, ein Halbfinale gab und ein Spiel um den ersten Platz und um den dritten Platz. Genau, das habe ich aber nicht erreicht. Der Dwight Stratmann, ein er als Gummiprofi bekannt, hat tatsächlich den ersten Hardbait Cup gewonnen und das war irgendwie schon so ein besonderes Highlight, weil damit hatte man nicht so richtig gerechnet. Ich glaube schon, dass es gerade bei ihm so ein paar gab, die da mal so hingeguckt haben, wie er mit der Situation klarkommt und das hat auf jeden Fall, glaube ich, einige überrascht. David, lass uns mal kurz auf 2 Themen eingehen. Hardbait Cup heißt nicht Softbait, heißt nicht Gummi, richtig? Richtig, nicht Gummi. Also man kann mit Wobblern angeln und mit Swoons. Ja. Und mit den Dingen, die ich vergessen habe. Und wenn ich jetzt mir so die internationalen Wettbewerbe anschaue, wenn ich mir zum Beispiel so eine Weltmeisterschaft anschaue, ist die dann gemischt? Ist es rein Softbait, rein Hardbait? Weißt du das zufällig? Ja, doch. Also international sieht die Sache so aus, gerade Italien und Japan, dass man halt ausschließlich auf solchen Wettbewerben mit Hardbaits fischt und dass das Gummiangeln beim Wettbewerb ist in diesen Ländern dann komplett unüblich. Also ja. Ja, und Dwight Stratmann ist, glaube ich, bekannt eher dafür, dass der eher mit Gummi sehr gut um kann. Ne? Und jetzt hat er da den Hardbait Cup gewonnen. Ja, ist auch mein absoluter Angstgegner bei der PTC. Also gegen ihn fische ich gar nicht gerne. Er hat mich schon dreimal so zerlegt, wie es kein anderer auch nur ein einziges Mal geschafft hat. Also wirklich so mit 7-0 und so, ja. Oder 7-2, 6-2, keine Ahnung. Auf jeden Fall immer solche Ergebnisse. Also er. Mit Gummiangeln kann er gut, das musste ich am eigenen Leibe erfahren, ja. Ja, Glückwunsch an der Stelle an Dwight auch, dass er den Hardbait Cup da gewonnen hat. Ich glaube, da hat er einfach gezeigt, was für eine Qualität er hat. Und Mike, erzähl mal, du warst unterwegs? Ich war unterwegs und endlich mal wieder mit meinen Jungs. Und ich kann mal ein kleines Bildchen zeigen. Und zwar, ja, hier sieht man es, ne? Das ist der Jonas. Dem ist noch ein bisschen kalt gewesen. Ne? Das war noch relativ früh am Morgen, vorletzten Samstag war es. Und der Tim auch schon wieder, ne? Mit am Start, gerade bei der Frühstückspause. Ja, wir waren in Saalhusen bei Rese. Der ein oder andere wird es kennen, das ist in Schleswig-Holstein und ein tolles Gewässer. Ne? Norman, wir waren ja auch schon einige Male auch schon dort. Das Besondere ist, du kannst die Fische da sehen. Ne? Also nicht nur die Goldforellen, kannst da schön ins Wasser gucken. Das Tolle für die Kinder ist, da gibt es einen Juniorteich. Der ist natürlich nicht ganz so groß, nicht ganz so tief. Ne? Da hast du schon eher eine Chance. Naja, also was war los? Ich hatte eigentlich Hoffnung, dass wir da relativ gut fangen. Und als wir da gestartet sind, da ging erstmal nicht viel. Ich meine, muss hier das vorstellen. Wir sind um 6 Uhr angefangen zu angeln, extra früh, weil wir wussten, dass es später noch sehr warm wird. Und da waren es noch so 16, 17 Grad, was eigentlich ganz gut ist. Aber super schwer, ne? Da haben wir irgendwie ein, zwei Forellen haben die Jungs dann da gezogen. Ich habe dann irgendwann nach einer Stunde eine Forelle. Das war schon hui, ne? Und dann gingen die Temperaturen ja relativ schnell nach oben. Also unterm Strich,
lief es nachher gar nicht so schlecht, aber es war mühsam. Ne? Also es wurde nicht so richtig viel gefangen. Die Tage davor war es extrem heiß, da ging es dann noch. Ja, und die Frage ist dann, was machst du denn? Ne? Also was ist dann noch vielleicht noch so der Reiz, der Erfolgsköder, wenn dein Spoon schon gar nicht gehen und auch die passiven Farben nicht und du dann mit dem Gummi auch nicht solche Nachläufer bekommst, was machst du dann? Ne? Und dann sind wir irgendwann so 10, 30, 11 Uhr, haben wir nochmal ein bisschen Platz gewechselt. Ich war gestartet am Teich 1, das ist der ganz vorne, wo auch der Einlauf ist, wo das schöne, kühle Wasser reinkommt. Und dann bin ich Richtung Teich 3 mal gewechselt. Und am einen Teich 3, da stand eine Riesentraube von Forellen und die ist immer so hin und her geschwommen. Die war allerdings nicht zu adressieren. Da ging nichts. Also ich habe da mit einem Molly Fett habe ich da geangelt, mit anderen ganz leichten Ködern, von Troutbaits, ne, den Snagger probiert und andere Dinge, ne? Da ging überhaupt nichts. Und das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich so einer deiner Bänke sozusagen, ne? Der Snagger, wenn nichts geht, dann weiß ich, holst du auch nur nochmal den Snagger raus, ne? Ja, weil der hat hinten so ein kleines Schwänzchen und der ist relativ dünn und den kann man natürlich, der hat schon eine schöne Aktion, den kannst du auch an einem kleinen Haken, kannst du den super montieren. Und das funktioniert häufig gut, weil da die Fische draufgehen. Jetzt hatte ich bei der vorletzten PTC, hatte ich vom Easy mal einen neuen Troutjara-Köder bekommen. Und das ist der Luri. Ich weiß nicht im Chat, ob den jemand kennt oder den schon mal gefischt hat. Ich gucke mal so gerade so ein bisschen in die Richtung so. Ob der Tim Kepler den schon gefischt hat, auch mit dabei. Oder der Henning Rosin. Den gibt es in 35 und 40 Millimeter. So, und dann habe ich den mal aufgezogen. Ich kann euch den mal zeigen. Genau, hier ist er. So, ist das, glaube ich, ganz gut zu erkennen. Also in 35 und 40 Millimetern. Und dann habe ich erstmal so ein Feuerrot hier genommen und habe dann praktisch in den Schwarm geschmissen. Naja, war ein Satz mit X. Ne? Ich hab nur die 40 Millimeter, muss ich dazu sagen. Ich glaube, du, David, du hast auch die 35er. Ne? So, und dann habe ich den Dunkelroten da genommen, das Feuerding, ging nichts. Ja, und was war nachher los? Dann habe ich den hier unten genommen. Das ist eine Farbe, das wäre jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mein Liebling, habe ich aufgezogen, so dieses Dunkelgrün. Und der Easy sagte schon, das musst du nehmen, ne? Entweder das Dunkelgrün oder hier die anderen Naturfarben. Ja, was soll ich euch sagen? Vorher war nichts los, ich schmeiß da rein. Da kommt die erste Forelle, sehe ich von unten, komplett aus dem Wasser geschossen, zack, ja, bam. Auf einmal geht's los, ne? Erster Wurf, direkt eine Attacke. Zweiter Wurf, Fisch. Dritter Wurf, Fisch. Vierter Wurf, lass uns mal hier, ne? Hab ja mein Timmy noch dazu geholt. Der wirft aus, Fisch. Also es war Wahnsinn. Das ging nicht total lange, ne? Das war dann irgendwie 20, 25 Minuten. Aber dann hatten wir auf einmal unsere neuen Fische. Die Leute kamen alle da vom Teich 2 gleich angelaufen und hier von dem Großfischteich auch und guckten dann, ne? Und die Also kleinere Kinder fragten dann, was ist denn hier los? Weil am See ging gar nichts. Ne? Der Köder hat in der Situation gut funktioniert. So, und wenn man sich den Luri mal anguckt, das ist so ein ganz besonders weiches Material. Super elastik, sagen die hier. Und das ist der erste Köder von Troutjara, der auftreibend ist. Wir kennen das ja von den Libra-Lures. Ne? Mhm. Genau, Norman, du hast die Stinke-Dinger ja auch schon häufiger gefischt. Ne? So gerade an der passiven Route. Und den Luri, den würde ich auch so klassifizieren. Der Erwin Meiris sieht das auch so. Ne? Du kannst den an einer passiven Route auftreibend, gerade den 35 mm, den kannst du da prima nehmen. Das hat echt funktioniert. Ne? Oder halt als Sommerköder von oben angeboten, langsam dann führen, am besten ohne Tungsten oder mit sehr leichten Tungsten. Und dann geht das auch. Ich meine, David, du hast den auch schon gefischt, ne? In Hayward, ne? Ja, ich habe den schon gefischt. Also ich weiß, dass der René den auch häufig im Wettbewerb gefischt hat, den gelben vor allem, glaube ich, aber kann ich nicht genau sagen. Ich fische den mit ganz, ganz leichten Perlen, die leichtesten, die ich bekommen habe, irgendwo im Netz und fische den dann wirklich an der Oberfläche, zupfe den da so langsam drüber und dann schnappen die eigentlich danach. Aber das ist wirklich so eine ganz langsame Geschichte, ja. Ja, ich sehe gerade, der Henning Rosin schreibt gerade, habe bei Riese sehr gute Erfahrungen mit Schwarz-Weiß, Schwarz-Gelb und Naturfarben gemacht. Sehe ich auch so, ne? Und was ich bei Riese auf jeden Fall, was ich phänomenal fand, sind echt Mikrospoons, ne? Von Gotthens, der Jaria am Großforellenteich. Wahnsinn.
Ich meine, Norman, wir haben da auch schon geangelt, ne? Mit den wirklich kleinen Dingern und dann ging das da wirklich ab. Ja, man muss da flexibel sein, wie immer, ne? So der Klassikerspruch, ne? Also den Luri, der kommt jetzt in, was sagte Erwin? Mitte September, so lange ist nicht mehr hin. Kommt er auf den Markt, der wird mit Sicherheit auch bei Spoon Fishing da sein, ne? wo der Max ja auch unterwegs ist. Solltet ihr euch angucken. Ne? Ist ein Spezialköder. Wenn ihr den aktiv fischt, dann wird man wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein. Der hat jetzt nicht irgendwie eine coole, der lässt sich jetzt nicht so cool führen. Ne? Der hat jetzt keine besondere Interaktion. Der wirkt so ein bisschen wie ein Klumpen. Aber speziell in der Variante auftreibend oder dann halt als Sommerköder so platsch und den zieht man so langsam durch den Schwarm, da hat der seine absolute Stärke, ne? Genau dort. Also ist jetzt kein Molly Fett oder ein Buffworm oder ein Mirax, ne? Damit kann man den überhaupt nicht vergleichen, aber in der Situation ist echt super, ne? Ja, das war der eine Tipp und das andere, was ich auch noch sagen kann, ist, da habe ich mir gerade auch vom Dima, habe ich mir da noch was geholt. Also heute keine Verkaufsshow, ne? Aber was ich echt gut finde, ist ein Köder von Magnet Baits. Und der Dima, ich glaube, bei Mike sind gerade, ich weiß, dass er Vodafone-Kunde ist. Ich glaube, da sind so ein, zwei Bytes gerade nicht angekommen. Genau, Mike, du warst da ein bisschen hakelig. Ja. Aber jetzt kommst du wieder. Sehr gut. Ich sagte gerade, jetzt bin ich wieder da, ne? Also ich sagte gerade so, ich habe noch, Köder hat auch sehr gut funktioniert. Und das ist einer, der im Gegensatz zu dem Luri eine tolle Aktion hat und auch ultra weich ist. Allerdings nicht auftreibend, sondern in der Variante, wie wir es eigentlich als UL-Angler am liebsten mögen. Und zwar ist das der Plump. Entweder als zweifarbig oder als einfarbige Variante. Und ich habe mir den gerade mal schicken lassen. Also ich fische den jetzt seit ungefähr 2 Monaten und ich habe den in einem PTC-Wettbewerb zum ersten Mal gesehen. Overpowered ist der hier, in diesem Blau-Glitzer. Gold funktioniert auch gut. Die hier auch, das Grün auch und die Naturfarbe. Mit Weiß habe ich jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht und den habe ich mir jetzt auch zum ersten Mal geholt. Und mehrfarbig gibt es den halt auch. Es gibt, ich sag mal so, das Ding funktioniert bei, wir haben das gehabt in 4 Höfen, ne, Norman? Wenn die Fische da wirklich besonders, besonders wählerisch sind, ja. Die haben halt auf diesen Köder, das habe ich jetzt in Rese auch wieder gehabt, die haben da drauf gehackt, nicht einmal, nicht zweimal, sondern die hauen da 3-4 Mal drauf, weil der so weich ist. Ihr wisst, was das bedeutet, besonders weich. Das Ding ist auch, ne? Also da fängst du einen Fisch mit, da fängst du vielleicht 2 mit, dann ist weg, ne? Da geht auch mal eine Dose, so 10, 12 von den Ködern gehen auch mal an so einem Angeltag durch. Aber was willst du machen? Willst du Fisch fangen oder willst du keinen Fisch fangen? Ja? Nee, also von daher, Rese war mal wieder eine Reise wert und hat total Spaß gemacht. Ich freue mich auch drauf, wenn es einfach wieder ein bisschen kälter wird, ne? Dann wird das auch mit den Fängen wieder ein bisschen einfacher. Aber die Situation zeigt, also fangen kann man immer, ne? Man muss halt ausprobieren. Ne? Ja, und dann teilweise den richtigen Köder dabei haben. Und dann haben wir heute das Thema Räuchern. Wir haben einen spannenden Fangbericht noch, den werden wir allerdings nach unserem Studiogast oder nach unserem Gast auch nochmal präsentieren. Genau, das Thema Räuchern für Anfänger und Fortgeschrittene, da haben wir einen sehr spannenden Gast heute mit dabei. Ich sehe auch schon, er ist im Studio angekommen, wartet auf sein Interview. Aber Mike, du hast dich ja nochmal ganz speziell auch vorbereitet auf den Stream. Ne? Du hast jetzt du hast geräuchert, ich sehe gerade am 4. September. Genau. Und du hast mir auch in der Vorbereitung schon ein bisschen erzählt, dass du noch mal was anderes ausprobiert hast. Was sind deine neuesten Erfahrungen? Also ich wollte ja einen Schlaumeier machen. Ne? Wir wollen mal ein bisschen räuchern. Also ihr wisst ja seit dem letzten Stream, dass ich und der Norman ja auch, ne, wir sind erst dieses Jahr angefangen überhaupt zu räuchern. Und ein bisschen Equipment natürlich geholt. Ne? Also das, was ihr hier seht, ist so ein Edelstahlbehälter, 28 Liter. Das ist so ein Gastrobehälter in einer ganz guten Fassung. Davon habe ich immer 2.
Da mache ich immer jeweils 10 Liter Salzlake rein und dann kommt halt der Fisch da rein, ne? Und das kann ich dann auch gut tragen. Und dann kann ich halt meine 20, 25, 30 Fische kann ich da drin nicht ganz gut machen, ne? Und was ich mir dazu geholt habe, ist eigentlich ein Boden für diesen Gastrobehälter. Und den benutze ich praktisch als Beschwerung, weil die Fische, dass ich dann so ein bisschen runterdrücken, dass die alle wirklich in der Salzlake sind, ne? So, und hier seht ihr etwas, was ich dann später gesehen habe, da wird der Dennis nochmal drauf eingehen. Ich habe die hier getrocknet. Und wir werden dann mal mit dem Dennis darüber sprechen, ob das eigentlich eine schlaue Idee ist im Sommer oder nicht. Also unabhängig von den Fliegen, ob das überhaupt Sinn macht, ja. Ich befürchte, da war ich nicht ganz auf der Höhe, ne? Aber ich habe das mal gemacht. Ich weiß, viele machen das auch. Wir schnacken gleich mal mit dem Dennis, mit dem Experten, ob das Sinn macht oder nicht. Naja, also auf jeden Fall, ich habe dann geräuchert und ja, das Endresultat war dann das hier. Fand ich eigentlich... Dann ja, läuft also schon das Wassermund zusammen, oder? Ja, also die Fische, bei uns war das so, ich habe dann am Sonntagvormittag geräuchert und mittags waren die meisten Forellen fertig und dann kamen die Nachbarn rüber, ne? Und dann wurde halt Tauschgeschäft gemacht. Gegen Honig wurde getauscht, gegen Wein. Ne? Nachbar ist da so ein Weinkenner. Und dann haben wir drei Fische haben wir gegen Wachteleier getauscht. Und gegen eine etwas größere Portionsanzahl von Forellen gibt es einen Karnickel. Ne? Müssen wir nur noch mal überlegen, meine Frau und ich, wann wir das essen wollen, weil es lebt noch. Ne? Also ich glaube, ihr habt schon den richtigen Modus, glaube ich, wenn es ein bisschen enger werden sollte in der nächsten Zeit. Ne? Und, habt ihr auf jeden Fall scheinbar ein sehr, sehr gut tauschbares Gut bei euch. Macht ja auch total Spaß zu räuchern. Ich freue mich gleich auch auf den Dennis, weil ich glaube, so als Anfänger, wir haben da alle, ich kann da wahrscheinlich auch für dich sprechen, ne? Man ist so ein bisschen in der Orientierung, man liest was, man liest auch eigentlich, darf man das so sagen, ein bisschen Blödsinn. Also so Dinge, die sich von Hobbyräucherer zu Hobbyräucherer irgendwie weitertragen. Und manchmal stellt man sich die Frage, warum macht man das? Macht das eigentlich einen Sinn? Ne? Und von daher bin ich da auch total happy, dass der Dennis heute mit dabei ist. Der ist ja schon Backstage. Ne? Ich muss ehrlicherweise auch sagen, also wir haben, glaube ich, zeitgleich den gleichen Räucherofen und sogar geholt. Stimmt. Weil der gerade noch im Angebot war. Und mein Nachbar, der ist jenseits der 70, räuchert seit gefühlt 50 Jahren, hat mich super beeindruckt, weil der räuchert noch nach der Methode nicht Thermometer, sondern Hand auflegen und der spült quasi im Räucherofen auch die Temperatur. Das sind Sachen, wo ich sagen muss, Chapeau. Ich glaube, da weiß auch jemand, was seine Geschmacksknospen brauchen. Ich bin aber mal gespannt, ob die Geschmacksknospen noch immer gleich sind oder ob es da vielleicht auch noch Unterschiede gibt. Ich würde sagen, Mike, wir spannen den Stream gar nicht so lange auf die Folter. Ich würde gerne direkt an dich übergeben. Freue mich auf das Interview. Und lass uns doch mal den Dennis reinholen und dann einfach mit dem Thema Räuchern starten. Da ist er, der Dennis. Moin. Moin. Abend. Grüß Gott. So, schön, dass du dabei bist. Ich habe ja gerade so mal so ein bisschen so laienhaft gesagt, so, ich habe mal versucht zu räuchern. Ne? Da werden wir nachher mal gucken. Ob ich alles richtig gemacht habe. Ne? Sah schon mal gut aus. Wir gucken nachher noch mal darauf, ob das so eine schlaue Idee ist, im Sommer überhaupt Fisch zu trocknen, ja, und ob man das so schlau machen sollte, da draußen. Ne? Da guckt man nachher mal drauf. Ja, lass uns da einfach mal starten. Ne? Wie bist du eigentlich zum Räuchern gekommen? Ich habe verstanden, auch aus dem Vorgespräch, du hast ja selbst eine Fischzucht, eine Räucherei, ne? Genau. Und irgendwann ging dann das so los. Erzähl doch mal so ein bisschen was zu dir persönlich. Ja, das ging schon in frühen Kinderjahren los, ne? Also von der Oma, von der Mutter gesehen und auch auf dem Hof dann groß geworden. Fischerei, ganze Familie ist am Angeln, Mutter, Tanten, alle auch einen Angelschein und alles, was gefangen worden ist, wurde dann auch immer selbst verwertet. Ja, und so ging das dann los. Ne? Dann irgendwann bin ich im Maschinenbau gegangen, Lehre gemacht. Ja, aber das hat mich alles halt dann nicht immer losgelassen. Ich habe, wie gesagt, seit Kindestagen an immer geangelt und geräuchert, zerlegt, zerwirkt. Wir haben selbst gewurstet und alles an Fisch auch verarbeitet. Und ja, dann bin ich irgendwann angefangen, habe da meine Fischzucht aufgebaut, habe dann die Firma Fischbrüder gegründet. Und ja, meine Räucherei dann mit aufgebaut und
So machen wir das dann, ja, seit jetzt gut 8 Jahren. Ist das denn so, also viele Fischzüchter, die räuchern dann und verwerten selbst und verkaufen und gleichzeitig wird dann auch noch Fisch abgegeben an die typischen Angelseen und Angelteiche. Ist das bei dir auch so, oder? Nee, das machen wir nicht. Wir räuchern bzw. züchten alles selbst für unser Geschäft, für unseren Laden. Und alles, was wir züchten, vom Aal hin, Saibling, Forellen, Goldforellen, Bachforellen, das bleibt alles bei uns oben. Ist nur für unser Geschäft. Okay. Ja, prima. Jetzt hast du ja eine Menge Erfahrung, einfach weil du das auch als Job machst. Ja? Das heißt, da optimiert man zwangsläufig, ne? und lernt einfach über die Zeit, ja, weil das einfach ja so ein 8 Stunden Thema ist, jeden Tag, dann geht man rein. Jetzt bist du ja zweifacher skandinavischer Meister im Räuchern, Rückerie-Meisterschaft in Norwegen und Schweden. Erzähl doch mal, wie darf man sich das denn vorstellen? Ich meine, sind ja heute einige im Chat, ne? Und gucken gerade zu, was ist denn eigentlich das Ziel von so einer Meisterschaft? Geht es da nach Geschmack oder ist das ein Wettbewerb Mann gegen Mann, Mann gegen Frau? Da geht es eigentlich um die Tradition. Also das ist sehr, sehr traditionell behaftet alles. Auch von den ganzen Völkern, da wird wirklich geguckt, dass man alles, was man so fängt, auch nur mit naturbelassenen Mitteln dann bearbeitet und das Räuchern dann auch wirklich traditionell überscheid macht. Also es geht wirklich um das kulturelle Ding. Und man merkt auch sehr, sehr stark, wie unterschiedlich das auch ist von den ganzen Ländern her. Was ich sagen muss, dass die ganzen Nordländer eigentlich alle fast so räuchern wie wir. Okay. Die sind wirklich dann auch nur, bleiben bei Salz, mischen vielleicht im Sommer mal ein paar Beeren dazu. Aber dann war es das auch schon. Dann geht es wirklich nur über das Holz, was für Holz genutzt wird, wie lange ist das Holz abgelegen. Wie wird geräuchert? Wird in der Jurte geräuchert? Wird im Strohzelt geräuchert? Wird im Steinofen geräuchert? Also darum geht es dann eigentlich. Ne? Die Technik, die dann angewandt wird. Und ist eigentlich eine richtig, richtig coole Sache, weil die dann wirklich auch darauf achten, dass die Tradition bestehen bleibt. Und dann halt alles nicht so mit diesem neu modernen Kram, so wie bei diesen ganzen Barbecue-Meisterschaften, mit Pellet Smoker und sowas, da geht das gar nicht. Also das ist wirklich alles sehr, sehr naturbelassen, auch direkt in der Natur. Also es ist kein Gas erlaubt, es ist kein Strom erlaubt, es wird wirklich Feuer gemacht und dann muss zugesehen werden, wie man zum Ergebnis kommt. Und da geht es dann halt ums Räuchern einmal, ums Beizen geht es, wie gebeizt wird, wie zum Beispiel ein Gravet oder dass man wie so eine Serviette macht und das sind dann halt die Hauptpunkte. Kalträuchern, Heißräuchern und Beizen. Jetzt ist so, wenn ich da jetzt mitmachen wollen würde und ich mache da mit, wann habe ich gewonnen? Das entscheidet das Publikum. Mhm. Also es gibt keine Jury. Die Leute, alle, die da sind, alle Besucher, probieren. Also man muss ordentlich auch was auftischen. Mhm. Und das wird dann vom Publikum entschieden. Also da gibt es keine Jury und dann sind da 2000 Besucher, da werden Karten ausgeteilt und die entscheiden dann, ob man gewonnen hat oder nicht. Wow, das ist ja mal ein spannendes Prinzip. Ich würde dann zu dem Fisch immer noch lecker Bier reichen. Kann man die dann mit bestechen? Sehr, sehr viel Schnaps. Also die Skandinavier sind so alle aufgesetzt und sowas unterwegs. Also es ist schon nicht ohne. Spannend, spannend. Wir steigen jetzt mal ein und stellen uns mal so einen idealen Räuchervorgang vor. Vielleicht nochmal einen Satz zwischendurch. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne stellen, ne, mit Hashtag Frage hier im Chat und dann sammelt das der David alles ein und dann geht's halt los. Ne? Da blendet er es nochmal ein, Hashtag Frage und dann können wir die Fragen direkt dem Dennis hier servieren. Ne? So, die meisten von uns, die so anfangen mit dem Räuchern, die fangen ja mit dem Heißräuchern an. Wie ist denn aus deiner Brille heraus so der ideale Ablauf? Was folgt auf was und wie startet man? Also als allererstes mit dem frischen Fisch. Ne? Mit dem Fangen fängt es meistens an und da sollte auch direkt nach dem Fangen, wenn der Fisch gefangen worden ist, vernünftig abgestochen worden ist, muss der Fisch sofort erstmal kalt gelegt werden. Irgendwie eine Kühltasche. Weil ich sehe das immer viel an den Angelseen dann auch, dann wird der Fisch ins Gras gelegt oder
in so einem Aldi-Beutel gesteckt. Und ja, das tut mir dann schon immer so ein bisschen in der Seele weh, weil wenn wir ja so ein Produkt herstellen oder unseren Fisch selbst veredeln wollen, sollte es da schon anfangen, dass wir den Fisch dann auch vernünftig nach dem Fang dann abschlagen und dann auf Eis legen. Ne? Ja, ich meine, du hast ja eine besondere Beziehung. Du siehst die Fische aufwachsen. Du züchtest die ja. Das ist ja wie so ein bisschen so wie die eigenen Babys. Ne? Und wenn man dann so sieht an so einem See oder an so einem Teich, wie der Fisch vielleicht nicht so richtig ideal behandelt wird, ne? Ich sehe das halt auch häufig. Ne? Also gerade vernünftige Kühltasche. Ich bin immer ein großer Freund davon, also wirklich auch eine gut isolierte Kühltasche, eine Kühlbox mitzunehmen. Ja. Die kostet halt Geld, ne? Ist halt so. Ne? Und meine Kühlakkus, die kühle ich dann auf minus 32 Grad runter, dass der Fisch auch schön, ne, durchknackt. Und dann kommt der Fisch auch sofort rein, der liegt ja nicht rum und fertig. Ja, ne? Aber gerade auch so das Töten ist halt auch so eine Sache. Ne? Wenn ich mir das angucke, so also vernünftig ausgeführter Kiemenrundschnitt, ne? Oder wenn man es kann, ist schwer, ne? Ein Herzstich ist ja wirklich schwer, gerade für Ungeübte, dann lieber einen Kiemenrundschnitt machen oder einfach durchschneiden, ne? Ist dann einfach die sichere Variante. Ne? Das stimmt. So, jetzt gucken wir mal so ein bisschen drauf. Ich möchte heiß räuchern. Mein Fisch ist fangfrisch. Ich habe den, entweder hole ich den aus dem Tiefkühler oder ich habe ihn halt frisch dabei und fange direkt an zu räuchern. Was mache ich im ersten Schritt? Also nach dem Fangen würde ich empfehlen, den Fisch wirklich einen Tag im Kühlschrank liegen zu lassen, bevor ich ihn in eine Lake lege. Erstmal, dass die Leitungsfarbe rausgeht und der Pigmentverlauf sich dann auch wieder gesättigt hat. Ja. Und dann ist der Fisch auch bereit, das Salz aufzunehmen, gescheit. Weil wenn er jetzt noch in der Totenstarre ist und der Pigmentverlauf nicht noch nicht ausgeglichen ist, dann wird er das Salz nicht richtig aufnehmen. Mhm. So, weil also, der erste Tipp ist, wenn er ganz frisch ist, fangfrisch ist, dann nicht sofort räuchern, weil da wäre ja so der Impuls, sondern wirklich einen Tag im Kühlschrank nochmal ruhen lassen. Genau. Wie ist denn das jetzt, wenn ich einen Fisch direkt aus dem Tiefkühler hole? Da gibt es ja eigentlich zwei Varianten. Viele sagen ja, tau den mal erstmal auf. Nein, auf keinen Fall. Ja? Auf keinen Fall. Also Fisch darf nicht aufgetaut werden, wenn er im Eis war, sondern muss sofort aus der Packung raus und sofort in die Lake rein. Tiefgefroren in die Lake. Niemals vorher auftauen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ja, es gibt ja immer so diesen Irrglauben dann, dass man sagt, naja, du musst den erstmal auftauen, weil ansonsten nimmt er nachher zu viel Salz auf oder zu wenig. Nee, ist nicht so, ne? Nein. Okay, so, jetzt haben wir ihn in der Salzlake. Was ist denn eigentlich das ideale Verhältnis? Sind das 6%? Also ich nehme 8. Würde ich auch jedem empfehlen, wirklich 8% zu nehmen. Gerade bei den Salmoniden haben ja einen höheren Fettanteil und da ist 8% wirklich ideal. Also 6 ist immer so ein bisschen wenig. Und aber es kommt auch immer darauf an, wie geräuchert wird, weil die Würze kommt ja übers Räuchern. Ja, und also ich empfehle immer 8%. Man kann damit auch nicht übersalzen, die sind nicht scharf. Die kriegen dann auch, wenn man richtig räuchert, einen richtig super Geschmack. Der Rücken wird schön stramm, das Fleisch wird stramm. Und 8% ist auf jeden Fall das, was ich empfehlen würde. 6%. Also 8%. Bock vor Forelle ist ja auch mit dabei. Du machst, glaube ich, immer 6%, ne? Genau. Also jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, wenn man einlegt, was für ein Behälter? Ich habe jetzt Edelstahl genommen, so auf Nummer sicher zu gehen. Ist natürlich kostspielig. Ja. Also Edelstahl ist ja nicht gerade günstig im Moment. Aber die ganz normalen Gastrogenbehälter, die Kunststoffbehälter würde ich nehmen, sind erschwinglich, kriegt man in allen Größen und die Deckel kann man draufklicken, dann sind die auch dicht. Also das würde ich dann empfehlen. Das sind dann die Lebensmittelechten, darauf müsste man wahrscheinlich achten. Ne? Und ich habe mal in einem YouTube-Video gesehen, dass auch jemand so diese von Locker oder so heißen die, diese Dinger genommen hat, da ist so eine ganz weiche Gummiisolierung drin. Die habe ich dann benutzt. Ja, das war schlecht. Das Ding war irre teuer, hat über 30 Euro gekostet, so eine Lockerbox. Und die war danach Schrott, weil das Gummi war nicht mehr in Ordnung. Ne? Ja, Gummi löst sich auf bei Salzlagen. Ja, deswegen also darauf muss man achten. Was ist mit Aluminium? Geht das? Auf keinen Fall. Okay. Auf keinen Fall. Aluminium oxidiert bei Salz.
Auch keine Bierfässer oder sowas nehmen. Am besten ist wirklich, wenn Edelstahl, Gastro GN, so wie du das auch gemacht hast, oder sich die GN-Behälter aus Kunststoff holen. Die sind lebensmittelecht, die sind säurefest, da sind keine Kunststofffärbungen drin, keine Weichmacher, die austreten können. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und die kosten auch nicht so viel. Wunderbar. So, jetzt ist der Fisch da eingelegt. Wie lange soll der da drin liegen? Also ich lasse meine immer 18 Stunden Minimum. Ja. Okay. 20 Stunden. Das heißt, bei 18 Stunden, da gibt es ja auch alle Weichen da total ab. Die einen sagen nach 10, 12 Stunden, dann sagen andere, naja, ist halt egal, irgendwann kann der Fisch kein Salz mehr aufnehmen. Also warum gerade 18 Stunden? Ja, ganz einfach, dass das Salz bis zur Gräte und bis zur Rückengräte durchgedrungen ist. Das merkt man dann, wenn man die Fische rausholt aus der Lake und man hält mal oben so am Kopf fest und zieht so am Schwanz, dann merkt man so, dass man das Skelett auseinanderziehen kann. Und dann hat man auch wirklich die Wirbelsäule auch mit durchgesalzt, dass alle Bakterien und Keime tot sind. Ne? Ja, so jetzt kommen wir ja zum nächsten Schritt, nämlich der Fisch ist meinetwegen am nächsten Morgen, ich mache das ja meistens so am späten Nachmittag des Vortags, lege ich ein und dann nächsten Morgen stehe ich auf, 8, 9 Uhr geht es dann halt los. Ich nehme die dann immer raus und dann wasche ich die ab, so ein bisschen, ne? Und dann trockne ich die. Nein. Also so. Ist falsch, oder? Ja, das macht man nicht. Das macht man im Winter, damit man kein Kondenswasser im Ofen kriegt. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwie so eingeschlichen in dieser Hobby-Szene. Also ich kriege es auch immer von den Angelvereinen, wo ich dann bin und Kurse gebe oder oben bei mir auf dem Hof, wo ich Räucherkurse gebe, immer gesagt, ja, aber das muss man noch trocknen, sonst werden die nicht goldgelb. Das ist totaler Mist. Das Räuchern bzw. das Trocknen kann man direkt im Ofen machen. Also man hängt die Fische rein, macht ein bisschen Feuer oder macht die Heizspirale an oder den Gasbrenner. Das trocknet von alleine ab. Und man lässt dann halt das Türchen ein bisschen offen, dass es der Rauch schön nach bzw. die Temperatur nach oben hinwegzieht und die Feuchtigkeit mitnimmt. Und dann kann man sofort loslegen. Das ist natürlich schon so ein bisschen Irrsinn. Ich hätte dich mal vorher kennenlernen sollen. Weil ich angel ja nur seit dieser Saison. Aber was mich das jetzt schon an Zeit gekostet hat, weil ich habe ja jedes Mal bei jedem Räuchervorgang eine Stunde extra investiert ins Trocknen, ja. Das war ja, hätte ich mir ja total schenken können, ne? Ja, wenn ich das so in den Foren sehe, mir graut es da auch immer, wenn ich das sehe im Sommer, wenn die Fische dann rausgehangen werden im Schatten bei auch 25 oder 18 Grad. Selbst bei 12 Grad, es ist zu warm für den Fisch. Das ist ein leicht verderbliches Lebensmittel und das kann der auch überhaupt gar nicht ab. Also der muss, wenn, sofort ab in den Ofen rein, macht da ein bisschen Temperatur, dann trocknen sie auch ab. Aber wie gesagt, das im Sommer auf gar keinen Fall. Wir halten mal fest, das macht nur im Herbst und Winter Sinn. Genau. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund, Der feuchte Fisch, da bilden sich Tropfen im Ofen, die kommen dann wieder runter, das gibt hässliche Flecken, das sieht nicht schön aus, ne? Das ist der einzige Grund. Also nimmt das mal mit. Ist für mich jetzt auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Erkenntnis, ja. Gleich schon den ersten Fehler entdeckt. Wow, ne? So, jetzt kommen wir ja zum Trocknen und bevor ich da was trocknen kann, war bei mir so als Anfänger so die Frage, was mache ich denn jetzt? Nehme ich Elektro, nehme ich Gas oder nehme ich Holz? Was würdest du empfehlen? Was sind so jeweils die Vor- und Nachteile? Also gerade bei Elektro und Gas ist ja eine sehr, sehr trockene Hitze, die dann halt einfach immer konstant kommt. Wir haben bei dem Elektro- und Gasöfen halt immer das Problem, was ich oft sehe, dass man ganz schnell übergart. Also es geht ziemlich fix in den Öfen. Bei Gas ist es noch ein bisschen besser, bei Elektro ist sehr anfällig für Wind auch. Dann haben wir mal eine Windböe, dann fällt die Temperatur wieder 10 Grad runter. Dann drehen die meisten dann den Ofen ein bisschen höher und dann geht es ganz schnell, dann ist der Fisch auch schon übergart. Mein Favorit ist und bleibt Holz. Immer ein kleines Feuerchen machen. Aber so die Öfen, die Anfangsöfen, diese Blechöfen, die man dann als sie sind halt meistens mit Gas oder Elektro. Also wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, die Öfen dann auch schön winddicht stehen hat, dass er nicht vom Wind gepackt werden kann, dann funktioniert das damit auch.
Da muss sich halt jeder immer so ein bisschen reingrooven, weil die Unterschiede sind auch in den Herstellern natürlich sehr, sehr stark, was ich gesehen habe. Und ich kann immer nur sagen, die Firma, die ich weiß nicht, ob man die nennen darf von früher. Ja, klar, immer raus. Die Firma Pelz, die haben mit die besten Öfen gebaut oder bauen immer noch mit die besten Öfen. Ne? Haben ja in der Community auch einen total guten Ruf. Wo, ja. Was ich bei Gasgrills immer so als großen Nachteil sehe, ist, dass viele in den Foren darauf schimpfen, dass man den nicht von der Temperatur genug runterregeln kann. Die Dinger, die heizen halt, also die kriegst du nicht unter 70 oder 80 Grad. Und das ist dann natürlich nachher ein Problem, ja. Deswegen sage ich ja, Gas ist so ein Problem, was sehr schnell übergart. Bei Elektro ist dann halt, wenn man runterregelt, dann fällt er meistens so stark ab, dass wir schon wieder hochregeln müssen. Und ich meine, für so ein bisschen Hobbyräucherei ist das okay. Da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. Aber man kann ja auch nicht, wenn man jetzt auf dem Balkon räuchert, kann man ja auch kein Feuer machen. Da kriegen die meisten dann auch Theater von den Nachbarn oder was. Und da ist dann halt Gas oder Elektro schon okay. Ne? Aber wie gesagt. Nehmen wir doch mal so diesen idealen Fall. Wir machen das mal mit Holz. Ne? Also ist ja eigentlich auch fast egal. Es gibt also eine Quelle und jetzt hänge ich die Fische dann in den Räucherofen und ich trockne die mal ein bisschen durch. Bei welcher Temperatur und wie lange würde ich die trocknen? Also das ist ganz einfach. Da braucht man nicht auf eine Zeit oder auf eine Temperatur gucken. Man schürt sein kleines Feuerchen, so ein Anmachfeuer, lässt die Tür offen und den Fisch einfach mal ein bisschen beobachten, wenn die Haut trocken ist. Wir können sie anpacken, die kleben nicht mehr und fühlen sich so lederig trocken an. Dann ist es okay. So, dann machen wir ja den nächsten Schritt. Also wir haben dann gesalzen und dann haben wir praktisch schon mal haltbar gemacht. Jetzt kommen wir im Grunde genommen, der Garvorgang, also ein Fisch, der dann gegart wird, den könnte man ja theoretisch auch, so, also auch praktisch auch essen. Ne? Wir fangen dann an zu garen. So, und da sehe ich ja immer wieder so in den Foren, dass man sagt so, ja, so ein kleiner Fisch, eine halbe Stunde garen, große irgendwie eine Stunde oder noch länger und dann aber gib ihn. Wie machst du das? Also normale Speiseforellen von 400 bis 600 Gramm, die maximal 15 Minuten. Maximal. Also ich heiz den Ofen auf 105 Grad, halt die 15 Minuten dabei und dann haben die schon ihre Kerntemperatur von 70 Grad locker erreicht in 15 Minuten. Also das, ja, der gart ja auch noch nach, ne? Ich meine, die Temperatur ist ja nicht sofort weg und der Ofen ist ja nicht kalt, sondern der ist ja weiterhin warm, ne? Also man sagt immer so, die heutzutage, um es wirklich hygienisch reinzuhalten, die sollten eine Kerntemperatur von 70 Grad 15 Minuten halten. Wenn man das so macht, kann man das ganz schnell feststellen, dass der Fisch auch immer oder sehr schnell trocken wird. Und das haben die früher nie gemacht. Also die haben das Ding auf 60 Grad gefahren, maximal, und dann wurde die Temperatur im Ofen schon runtergeregelt. Und weil der Fisch gart nach. Wir räuchern ja auch dann bei 40, 50 Grad und der zieht sich seine Temperatur. Spannend. So, jetzt hast du mit deinem Holz, also du nimmst dann ja Buchenholz wahrscheinlich auch zum Heizen, ne? Oder ist das? Ich nehme Buchenholz, es kommt immer darauf an, dass das Stammfeuer zum Garen ist meistens immer Buche. So, da hast du irgendwie zwei, drei Scheite oder wie kann man sich das vorstellen? Und dann. Ja, ich habe ja jetzt einen Riesenofen, also da braucht man ein bisschen mehr. Da wird dann Feuer geschürt, aber kann man so sagen, man nimmt zwei, drei Scheite, lässt das Feuer dann auch abbrennen. Also man muss sich da auch eingrooven. Ich bin da mittlerweile so, ich weiß von der Holzmenge, die ich da reinpacke, die ich mir dann klein hacke, weiß ich, ich habe 15 Minuten meine Gare, meine Temperatur da drin und dann habe ich nur noch meine Glut, die ich dann nachher nutze, um den Scheit aufzulegen, um nur den Glimmbrand für den Rauchvorgang zu erzeugen. Das ist ja spannend. Das heißt, wir haben dann in dem nächsten Vorgang, also wenn dann der Fisch dann gegart ist und wir anfangen mit dem Räuchern, dann brennt da eigentlich gar kein Holz mehr. Es ist einfach nur noch die Glut und dann das Räuchermehl. Nee, ich nehme Scheit. Ich räuchere über Scheit. Ganz traditionell, wie es früher war, keine Mehle. Alles über Scheit. Das ist immer speziell abgelegtes Holz. Es liegt auch ein bisschen länger als Kaminholz. Das heißt, das ist besonders trocken. Da kommt dann einer drauf auf das glimmende Restholz. Kommt dann ein Scheit auf die Glut gelegt. Meistens, wenn der Ofen dann ziemlich voll ist, wenn ich dann so 50 oder 80 Stück drin habe oder 120, dann kommen auch mal zwei da drauf. Aber meistens reicht das, wenn ein großer Scheit dann drauf liegt. Ich habe die immer in 45 Zentimeter und dann reicht das meistens aus.
So, jetzt sind wir mit dem Garen dann durch, also nach 15 Minuten, dann geht es halt los mit dem Räuchern. Und wie ist denn das dann? Wie lange räuchere ich dann? Hat das, also woran macht man das dann fest? Also kann man einfach sagen, 2 Stunden räuchern und gut ist, oder? Es hat viel mit dem Holz zu tun oder mit dem Mehl. Die meisten werden ja wahrscheinlich Mehl benutzen. Da ist halt immer wichtig drauf zu achten, weil viele Hersteller machen Mehle, da sind auch Rindenanteile drin. Und wir wissen ja alle, die Rinde am Baum, da läuft das ganze Leben durch, auch alle Schadstoffe, das ist nicht immer so gut. Und die Rinde neigt auch dazu, weil immer ein bisschen Restsaft da drin bleibt, dass das Räuchermehl immer so ein bisschen muffig wird. Mhm. Wenn man mal so Mehl offen hat zum Beutel und lässt sie mal ein paar Wochen stehen und riecht da mal dran, dann nimmt man immer so einen leichten Muffgeruch wahr. Und das kommt meistens dann, wenn Rinde mit drin ist. Aber um darauf zurückzukommen, ich lege den Scheit auf. Und dann kommt es immer darauf an, wie voll der Ofen ist und wie ich meinen Fisch oder womit ich meinen Fisch räuchere. Bei Buche kann man eigentlich immer pauschal sagen, man legt auf 40, maximal 40 bis 50 Grad und dann so ein Stündchen bis 2 Stunden. Je nach Rauchentwicklung. Man muss immer gucken, wie der Kamineffekt im Ofen ist. Das ist auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Aber bei 2 Stunden macht man eigentlich nichts falsch. Jetzt, wenn man die Temperatur reinhält, natürlich. Ne? Jetzt habe ich mir neben Buche zum allerersten Mal auch Kirsche geholt. Mhm, sehr schön. Ja, was ist da der Unterschied zwischen Buche und Kirsche? Mhm. Schmeckt man das? Sieht man das? Ist das? Definitiv. Die Kirsche gibt erstmal eine viel, viel dunklere Farbe. Es wird so bernsteinfarben. Und das Aroma ist ein ganz, ganz anderes. Das ist so, am Anfang, wenn man dann den Fisch isst, gerade bei Stremel oder so Filets, merkt man das so ganz mild, das Aroma. Und nach hinten raus wird es dann so ein bisschen kräftiger. Also bei Buche hat man immer so einen konstanten Räuchergeschmack. Der ist einfach immer da. So, und bei Kirsche ist dann halt die Farbe erstmal eine ganz andere. Und die wird natürlich viel dunkler und das Aroma ist dann halt vom bisher, wenn man reinbeißt, wird es erst so ein bisschen, ist ein bisschen leicht und wird dann ein bisschen kräftiger. Aber nicht so kräftig wie die Buche. Jetzt haben wir Buche, Kirsche. Gibt es sonst noch einen Geheimfavorit, wo du sagst, das sollten wir unbedingt auch mal probieren? Die jetzt ja, auf heute gerade dabei. Apfel würde ich den Leuten empfehlen. Gibt eine sehr, sehr geile goldene Farbe und ein sehr, sehr feines Raucharoma. Also kann man auch gut mischen. Mit Buche geht auch gut, dann hat man es nicht so kräftig und die Farbe wird noch ein bisschen schöner. Und was natürlich so ein Favorit ist, gerade für Leute, die sagen, ah, von Räucherware kriege ich immer Sodbrennen, dann müssen sie mal über Erle räuchern. Mhm, Erle, okay, das notieren wir uns mal. Jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, was so den Geschmack beeinflusst. Und jetzt sieht man da ganz häufig, also in jedem zweiten YouTube-Video, dass die Leute ja auch, mach mal einen ganz, ganz kurzen Sprung zurück, für die Geschmacksveredelung ja auch noch was der Salzlake beifügen. Diese ganzen teuren Mischungen mit Lorbeer, mit ich traue mich fast gar nicht zu sagen. Ist das Kunst oder kann das weg? Also weg. Ja, vor allem weg. Bitte auch die Zwiebeln da rauslassen und den Knoblauch, das hat da drin nichts verloren. Erstmal die Zwiebelsäure und die Knoblauchsäure setzt eine andere Gare vor. Wir gehen ja mit dem Salz in eine Salzgare. Wenn wir jetzt Zwiebeln und Knoblauch beifügen, dann geht die in eine Säuregare rein. Und dann kann es schnell passieren, dass dir so ein Fischchen auch mal vom Haken fällt oder matschig wird. Und geschmacklich, ja, weiß nicht, ich habe den Test oben bei mir im Räucherkurs gemacht. Ich habe Fische, die in einer Salzlake waren, mit Fische, die wirklich in einer Gewürzlake waren, serviert. Und von 100 Leuten haben es, glaube ich, 2 waren es. Ich muss mal auf den Zettel gucken. Ja, 2 hatten es gefunden. Ob sie es jetzt geschmeckt haben oder ob es Zufall war, kann ich nicht sagen. Aber muss man nicht. Vor allem Piment und Pfeffer, die ätherischen Öle werden vom Salz zerstört. Also da bleibt nichts von über. Und der Fisch nimmt keine ätherischen Öle auf. Weil wir haben innen drin die Hydrohaut und außen die Haut. Also da kommt nichts von an. Das kann aber jeder machen, wie er meint. Aber Zwiebeln und Knoblauch besser rauslassen.
So, jetzt hattest du ja am Anfang gesagt, so dieser Geschmack, der bildet sich. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wann bildet der sich? Ist das jetzt während des Räucherns oder danach oder wie ist da der Mechanismus? Also wir geben ja über den Rauch, über den geklärten Rauch, den wir haben, durch den Schwelbrand, geben wir ja das Raucharoma bzw. die Würze im Fisch rein über die Räucherdauer. Der Rauch bzw. das Aroma bildet sich erst nach dem Abhängen. Aha, okay. Wenn der Fisch wahrscheinlich für viele hier auch sehr erstaunlich, ne? Also kommentiert das mal. Ja? Ja, der Fisch nimmt erst das Aroma auf, wenn er wieder am Sauerstoff hängt, Luft rumkommt. Und dann können sich erst die ätherischen Öle aus dem Rauch bzw. vom Holz in dem Fisch binden und entwickeln. Deswegen schmeckt meistens der Fisch, der so einen Tag nach dem Räuchern gegessen wird, besser wie der direkt aus dem Ofen kommt. Spannend. Dann ich bei meinem ersten Räucherversuchen, weil ich so diese kleinen Tüten von diesem Räuchern mir hatte, das war teuer, ne? Da habe ich dann wenig genommen, so 150 Gramm. Und jetzt beim letzten Mal, da habe ich gesagt, komm hier, ne? Da habe ich so eine größere Packung gehabt, da habe ich irgendwie so, habe ich mich mal getraut, so 700 Gramm von dem Räuchermehl. Was ist denn so, ich meine, ich habe einen normalen Räucherofen, ne? Da passen so 20 Forellen rein. Was würdest du denn sagen, wie viel Räuchermehl soll man da machen? Also nicht mit Räuchermehl geizen oder portioniert? Auf keinen Fall geizen, weil ich weiß ja, die Blechöfen meistens sind ja auch nicht sehr, sehr dicht. Da geht eh viel Rauch verloren. Und da kann man locker ein Kilo draufhauen. Meistens auch 2,5 Kilo draufhauen. Also man soll sich einfach nur ein bisschen Zeit lassen. Ich sehe die meisten, die am Anfang damit anfangen, ja, die sind einfach zu schnell. Die versuchen dann, dieses Standardisierte, was im Internet gezeigt wird, auch bei sich durchzuziehen. Und das funktioniert meistens nicht. Entweder werden sie schwarz oder so bernsteinbraun. Und einfach ein bisschen Zeit nehmen, nur einen kleinen, den Ofen wirklich auf ganz kleinen Stellen, dass wir einen ganz kleinen Schwelbrand haben, das Mehl sich nicht entzündet, sondern wirklich nur glimmt. Und dann lieber noch mal ein bisschen nachlegen, aber so ein 1,5 Kilo kann man ruhig reinlegen. So, jetzt habe ich ja einen relativ günstigen Räucherofen mir geholt. Klar, so ein Anfänger, ich wusste noch gar nicht, ob ich da so richtig Lust zu haben. Na, jetzt habe ich natürlich so ein bisschen Blut geleckt. Und dieser Masterbuild, das ist halt so einer, also aus der 200-Euro-Klasse, ne? Der Rauch geht da wirklich raus. Das ist nicht irgendwie abgedichtet. Ne? Würdest du mir empfehlen, bei diesem günstigen Grill das abzudichten? Ich würde die Tür auf jeden Fall dicht machen. Ja. Und oben vielleicht den Abzug, das Röhrchen. Meistens haben sie ja so ein kleines Röhrchen oben drauf mit so einer Haube. Und das würde ich einfach mal ein Stück verlängern, um den Kamineffekt ein bisschen zu verstärken. Dass der Rauch wirklich am Fisch auch vorbeizieht und nicht in diesen Öfen zirkuliert. Weil das ist meistens so das Problem, was die Öfen haben. Das ist bei dem Ofen noch ganz anders gelöst. Der hat nämlich gar keinen Kamin, sondern der hat einfach hinten in der Rückwand einfach nur ein Loch, was man regulieren kann. Schlecht. Ja. Normalerweise muss nach oben die Öffnung weg sein. Und dann kann man immer, wenn man den Kamineffekt verstärken will, einfach oben drauf auf diesen Abluftröhrchen noch ein langes Rohr stecken und dann hat man auch einen richtigen Durchzug. Und dann werden die Ergebnisse auch viel, viel besser. Ja. Aber das ist meistens bei den Öfen in der Klasse. Die früheren Pez-Öfen hatten oben drauf nur so ein kleines Blech, was man aufdrehen konnte. Und hat aber auch funktioniert. Aber die waren dann immer lang und schlank gezogen. Also so schlanke Dinger waren das und dann sehr, sehr lang. Und deswegen hatten die da drin dann auch einen guten Kamineffekt. Aber bei diesen kleinen, kompakten Dingern ist das meistens nicht so schön. Ja, vielen Dank. So, ich sehe gerade Ultimate Fishing, der Dennis Schneider, der hat uns ja übrigens zusammengebracht, uns beide. Genau. Ne? Der hat jetzt bei Herzberg gespielt. Da sage ich auch nochmal schönen Dank, Dennis, ne? Ja, danke. Das war eine gute Aktion, dass er mir dann den Tipp gegeben hat, also dich mal zu kontaktieren, ne? So, der schreibt nämlich auch hier, reicht Wasser und Salz bei der Lake? Ja, haben wir schon geklärt, ne? Mit den Gewürzen. Fragen kommen wir gleich noch dazu. Ich gucke mal gerade noch mal rein. Eine Frage, die ich noch habe, ist, war bei dir schon ein bisschen angeklungen, so Qualitätsunterschiede beim Räuchermehl. Wie erkenne ich die eigentlich? Ja, das Räuchermehl sollte eigentlich immer eine klare Holzfarbe haben. Also Buche, halt Buche und ohne schwarze, braune Schnitten oder so tief dunkelbraunes, weil das ist meistens Rinnenschale. Das soll wirklich ein ganz klares, feines Mehl sein. Es können auch Chips sein oder dieses gröbere Räuchermehl. Es muss halt klar sein, keine braunen oder schwarzen Schnitten drin.
weil das ist meistens ein Zeichen für Rinde. Warum erfinden die Produzenten denn unterschiedliche Dicken, Körnungsgrößen beim Räuchermehl? Ist das? Ja, das hat damit zu tun, bei Gas zum Beispiel, wenn wir über Gas heizen und legen dann ganz feines Räuchermehl drauf, das fängt sofort Feuer. Und wenn wir da gröber gekörntes nehmen, dann können wir darüber dann vernünftig räuchern. Oder wenn welche das auf Kohle werfen. Das mit diesem ganz feinen Mehl, das fängt meistens sofort an zu brennen. Und wenn wir dann gröbere Chips draufwerfen oder gröber geschrotetes Räuchermehl, dann können wir damit einen schönen Brand erzeugen. Wunderbar. So, jetzt haben wir schon ganz viel über Anfänger gesprochen und was man da so machen kann. Welche drei Anfängerfehler sollte man vermeiden? Und ich meine, du gibst ja auch Kurse und siehst da, wie Leute damit hantieren. Was würdest du sagen, so worauf sollte ich, der Norman und alle anderen, die noch relativ Newbie sind, darauf achten? Ja? Also das Wichtigste ist, beim Ausnehmen keine Flossen abzureißen, weil ich sehe immer häufig, wird dann die Kieme rausgerissen mit den vorderen beiden Brustflossen ab. Sehr, sehr schlecht. Ganz schlecht, weil wenn das Filet offen ist, wissen wir alle, dann weicht die Flüssigkeit beim Garen, also das Wasser verdampft. Und sieht auch nicht so schön aus. Das ist das Erste. Das Zweite ist, auch beim Ausnehmen, die Niere muss komplett entfernt sein. Also kein Rest vorne, kein Rest hinten, vernünftig mit dem Löffel auskratzen. Ich kriege das auch so mit dem Finger hin, eigentlich ist das kein Problem, aber wer da nicht so ist, dann zack, ne? Genau, also das muss raus und dann auch die Hydrohaut, die im Fisch ist, muss auch raus und auf keinen Fall die Kiemen drin lassen. Kiemen müssen entfernt werden. Machen die bitter oder ist da einfach, einfach das Blut? Die Kiemen sind ja ein Filter. So, und die speichern oder beinhalten dann auch die ganzen Schadstoffe, die manchmal so ein Teich enthalten kann, aufgrund Gülle etc. pp. Oder Düngermittel vom Landwirt, die dann in den Teich gelangen, über Regenwasser, was auch immer. Bleiben in den Kiemen drin und die Kiemen zerlaufen beim Räuchern. Dann läuft das eine Seite vom Fisch runter, sieht unappetitlich aus und wir haben die Schadstoffe im Fisch wieder auf unserem Lebensmittel und wir wollen das ja nicht mitessen. Ne? Ja. Die Kiemen müssen raus. Kiemen, Niere, die Hydrohaut muss raus. So, jetzt noch so ein Anfängerding. Einige benutzen ja so, um den Bauch so aufzuhalten, damit der Rauch ankommt, diese Zahnstocher. Ja. Ist auch so ein Lacherding, oder? Ja, auf keinen Fall. Wenn ihr anfangt zu räuchern, seht ihr immer, dass die Bäuche sich so schön öffnen. Das zeigt uns, dass der Fisch in der Gare perfekt ist. Wenn der Bauch so schön rund auf ist, so oval auf ist, wissen wir, der Fisch ist gegart. Da brauchen wir, könnt man ein Thermometer reinstecken, ihr werdet sehen, er hat die Kerntemperatur erreicht. Und das zeigt uns die rund geöffneten Bäuche. Das heißt, Temperatur im Ofen muss runtergefahren werden, wir können anfangen zu räuchern. Auf keinen Fall Zahnstocher. Dann überspreizen wir den Bauch, können dann die Gare nicht mehr sehen und ja, meistens drücken sich die Dinger dann eh da durch. Aber ist totaler Mumpitz, muss man nicht machen. Das machen die Fische von alleine. Wenn wir die richtige Temperatur gewählt haben und die sich so schön oval öffnen, dann wissen wir, wir haben die richtige Temperatur und haben vernünftig gegart. Wunderbar. So, ich sehe, da kommen jetzt auch schon einige Fragen rein, Norman, ne? Ich würde mal anfangen mit dem Tim Kepler, der sagt, der Dennis kann es eben, ne? Und der Tim Kepler, der auch die PTC organisiert, der hat mir eine Frage vorab geschickt, die lese ich mal kurz vor, ja, Dennis? Ich kenne eine Variante von einem finnischen Kollegen, die legen ihre Fische gar nicht ein. Das nennt man dann finnisch räuchern, also praktisch marinieren und dann direkt in den Rauch hängen. Der Fisch wird dann kross. Wie wirkt sich das Weglassen von Salz auf die Haltbarkeit aus? Was hältst du von dieser Methode? Das gibt es. Das ist aber kein Konservieren oder haltbar machen. Das ist für den Sofortverzehr gedacht. Das machen die wirklich, wenn die am Wasser sind, haben den Fisch gefangen und wollen ihn dann auch sofort fangen, Fisch verzehren. Dann wird er nur mariniert und geht dann ab in den Ofen. Super, okay, vielen Dank für die Antwort. Bock auf Forelle, der Wladimir hat eine Frage. Moin. Ja, genau, Frage am Ende. Das Räuchern, also circa die letzten 20 Minuten, nehme ich gerne Holz vom Obstbäumen, zum Beispiel Apfel, Pfirsich, also ich räuchern. Klassisch mit Feuer, was hältst du davon? Haben wir beantwortet, ne? Klassisch mit Feuer ist eigentlich die beste Variante.
mit Strom ein bisschen zu schwach, wird schnell ausgeblasen, mit Gas häufig einfach zu viel Power, ne? Alles klar. So, ja, dann sagt der Dennis Schneider, sagt, woran erkennt man Übergaren? Meistens, wenn er vom Haken fällt. Oder das Eiweiß, das tropft auch so raus. Darf Eiweiß austropfen? Also es tropft ja das Eiweiß erstmal nicht, sondern das Fett. Und das Fett transportiert meistens das Eiweiß mit nach draußen. So, das ist aber nicht schlimm. Das Eiweiß stockt ja. Wir sehen dann meistens so das Eiweiß gestockt, die weiße Linie dann unten an der Afterflosse. Das ist nicht schlimm. Also das kann passieren, ist aber auch nichts Weltbewegendes. Sehr gut. Denn der Dennis wird heute noch fragen, Weltmeister. Woran, genau, was ist mit Maggi in der Lake? Habe ich auch nicht gehört. Maggi ist ja, ich weiß nicht, ob Sie meisten wissen, ist ja verbrannter Weizen. Ja. Und kann schnell bitter werden, kann auch übersäuern. Würde ich nehmen, also ich würde meine Lake wirklich bei Salz lassen. Man kann, ja, wenn man will, so ein Sud aufsetzen, sehe ich oft, dass so Firmen so Kräuter, Gewürzsalz, Sude verkaufen für die Lake. Ja, muss man nicht. Also dann würde ich den Fisch, wenn man so Filets oder sowas macht oder Stremel, die werden vorher mit einem geschroteten Salz oder beziehungsweise geschroteten Pfeffer gewürzt und dann in den Ofen geschoben. Das kann man machen, aber in der Lake bringt es nichts. Also das ist rausgeworfen Geld. Also Dennis, lass es sein. Nächste ja. Frage. Nächste Frage. Also N4BU5A, was ist denn das für ein Name? Damit das Räuchermehl nicht entflammt, entfeuchte ich das Mehl immer mit etwas Wasser an. Hat das eine negative Auswirkung auf den Räuchervorgang? Was sagst du? Das hat negative Auswirkungen auf unseren Fisch. Für Räucherware ist Feuchtigkeit und Wasser das Tödliche. Darf niemals Wasser drankommen. Weil sobald wieder Feuchtigkeit in den Räucherofen eingebracht wird oder Wasser an den Räucherfisch kommt, fängt er an zu schimmeln oder zu gammeln. Dann ist unser ganzer Konservierungsvorgang für die Tonne. Oh, ich habe mir extra so eine Flasche geholt, um das Feuer, die Flamme da mal auszumachen. fand ich gut. Fahrt besser die Temperatur runter und versucht den Ofen dann zu ersticken, dass die Flamme erstickt. Was ich gemacht habe, so, weil ich ein ungutes Gefühl hatte, ich habe einfach nochmal Räuchermehl draufgepackt, um das zu ersticken. Kann man auch. Das geht. Ja. Temperatur runterfahren, alle Lüftungsgitter zumachen, dass wirklich die Flamme unten erstickt. Eine kleine Glut reicht für Räuchermehl. Das Räuchern braucht keine hohe Temperatur von 80 oder 70 Grad. Das ist auch immer so ein Fehler, den ich bei vielen sehe. Und dann kommen so geschrumpelte Dinger raus. Und so halb trocken schon der Bauchlappen. Und das auf keinen Fall. Wirklich dann Temperatur runterfahren, Temperatur wegnehmen, Feuer ersticken und den Rauch einfach rauchen lassen. So, der Maurice hier. Was sagt er denn? Ich kann deine Enttäuschung in den Augen sehen. Also, so wild ist es jetzt ja nicht, ja. Ich habe übrigens auch gerade einige Erkenntnisse. Welche Erkenntnisse hast du denn, Maurice? Ich kann mir das schon vorstellen, ja. Das ist ja so, das ist alles so Märchendinger, ne? Die wandern so durch von Forum zu Forum. Der eine weiß auch nicht. Ich bin ja eigentlich immer so ein Analytiker. Ich will ja mal wissen, warum etwas so ist, wie es ist. Wenn mir jemand sagt, du musst räuchern mit 80 Grad und ich aber weiß, dass da ja der Garvorgang weitergeht, dann denk ich, also, das ist ja völlig unlogisch, ne? Ja, das ist totaler Quatsch. Wenn ich das auch in den Foren immer lese, ja, ich räuche bei 80 Grad oder Stremel sehe ich bei, oder Lachsforellenfilets bei 80 Grad im Ofen, dann denke ich mir immer nur, schade ums Tier, dass es gestorben ist. Hätte man auch eine Scheibe Toast beißen können. Ja, gucken wir nochmal rein hier. Der Dennis Schneider nochmal. Kollege will wissen, wie man eine gute Farbe bei Stremel hinbekommt. Er hat mal gehört, Zucker in den letzten Minuten mit einem Zerstäuber, damit er brauner und glänzender wird. Wow. Gibt es, aber nicht mit Zucker, sondern mit Honig. Habe ich bei mir im Geschäft, das ist Honigstremel. Mhm. Muss aber dann vorher auch in Honig gebeizt werden. Und dann funktioniert das aber, dass man Glanz drauf kriegt und dass das schön saftig bleibt, ist einfach, Stremel muss gezogen werden. Und dann ist das ja Vorgang beim Stremel ist Räuchern und Garen in einem. Und da darf man 70 Grad nicht überschreiten.
Und Stemmen ist eine aufwendige Sache und dauert. Stemmel braucht Zeit. Das ist einfach so. Und das ist nichts, was man in 2 Stunden oder in 3 Stunden macht. Das muss wirklich ganz sanft und sachte hochgezogen werden. Und dann tritt auch kein Eiweiß aus. Man kriegt einen richtig schönen Glanz drauf und der Fisch bleibt richtig saftig. So, ich gucke mal rein hier, ob wir noch Fragen haben. Wahnsinn. Also da ist jetzt einiges schon, sag ich mal, beantwortet worden. Ja, ich gucke noch mal auf meine Fragen drauf. Ja, gibt es irgendwelche Tools, irgendwelche Werkzeuge, irgendwelche Dinge, von denen du sagst, also ob ich nun Profi bin oder vielleicht Anfänger, die sollte ich mir anschaffen, weil das hilft mir bei dem Räucherhobby? Diese Anti-Grill-Matten, weiß nicht, sagt dir das was vielleicht? Das Nein. Sind so gitterartige Grillmatten, die sind aus irgendeinem feuerfesten Stoff. Die würde ich mir zulegen, gerade wenn man so Filets oder sowas räuchern will, dass man die dann drauflegt, dann bleiben sie nicht kleben, zerbrechen nicht und sind dann ganz locker auch vom Rost zu lösen. Und der Fisch biegt sich halt nicht durch. Er bleibt schön gerade, das Filet bleibt schön gerade liegen und ist dann leicht zu lösen. Also das würde ich finden, kriegt man überall in so Euro-Läden und sowas, kriegt man die Dinger für 1 Euro und die würde ich mir dann in meinen Räucherofen reinlegen und darauf dann meine Filets räuchern. Spannend. Ja, der Dima von Magnet Baits ist gerade noch reingekommen. Ja, Dima, wenn du eine Frage hast an den Dennis, na, immer her damit. Genau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich da so eine Matte drin habe, kommt da der Rauch noch durch? Na klar, das ist wie, ja, so ein Kaninchengitter, sag ich mal. Das sind viereckige Maschen drin. Also da geht alles durch, blendenlos. Gibt es, wow, für einen Grill, dass das nicht auf dem Grillrost liegen bleibt und die Dinger sich dann in den Räucherofen auf den Rost legen, wird viele Fehler beziehungsweise viele zerbrochene Filets ersparen. So, jetzt haben wir ganz viel über Räuchern, Heißräuchern gesprochen. Vielleicht können wir noch mal 2-3 Minuten beim Kalträuchern bleiben. Ja, klar. Räucherst du nur heiß oder mehr kalt? Beides. Beides? Also, mein Lachs und meine ganzen kalt geräucherten Lachsforellenfilets oder auch so Halbhut und sowas, was ich dann kalt räucher, also von A bis Z, das komplette Programm. Also wir haben Heißräuchern wie Kalträuchern, aber im Hobbybereich sage ich immer, bleibt beim Kalträuchern im Winter, macht's im Winter. Mhm. Weil jetzt, was ich alles im Sommer gesehen habe, auch in dem Räucherforum, Katastrophe. Warum ist das eine Katastrophe? Weil das nichts mit Kalträuchern zu tun hat. Kaltrauch darf nicht über 25 oder 30 Grad sein. Das ist keine Konservierung, das ist kein Durchräuchern oder kein Kaltdurchräuchern von dem Fisch und ist auf jeden Fall nicht haltbar. Das ist ein großes Missdenken, was viele haben. Ja, ich räuchere im Sommer kalt und kann das dann 4 Wochen im Kühlschrank liegen lassen. Keine 6 Tage. Keine 6 Tage, weil das wird nicht durchräuchern. Da müsste man sich schon Tropeneis in so einen Kaltrauchgenerator reinpacken, um dann wirklich kalt zu räuchern und die Temperatur im Ofen runterfahren und. Ja, viel zu aufwendig, ne, für den privaten Bereich. Ich würde mal den Norman wieder zurückbitten. Ja, klar. Schalte ich mal rein. Sag mal, Norman, wie fühlst du dich gerade nach der Sonntagspredigt vom Ja, das Dennis? Sind alles Punkte, die habe ich mir aufgeschrieben fürs nächste Mal. Haben wir überhaupt was richtig gemacht, wir beiden? Ja, doch. Ich würde mal sagen, Mike, wir haben wann angefangen? Im März, glaube ich, März, wo wir uns den Räucher oben gekauft haben. Okay, also nach dem Interview, es war scheinbar ein Fehlkauf. Weil wir haben nicht diesen Kamineffekt, sondern der hat tatsächlich hinten oben hat er diese Ausgänge quasi oder die Lüftungsschlitze. Allerdings hat mir mein Nachbar auch schon erzählt, was du ja auch sagtest, wenn die Hitze zu stark wird, dann sowieso schließen, keine Luftzufuhr mehr, kein Sauerstoff, sondern dann schön im Rauch sozusagen lassen. Ich glaube, mein Gefühl würde mir sagen, das ist nicht so dramatisch. Aber 6% Lauge habe ich immer genommen. Ne? Du sagst jetzt irgendwie 8% sollte man nehmen. Dann
habe ich sie 12 Stunden drin gehabt, keine 18 Stunden, was so die Empfehlung ist. Also sind jetzt viele Themen dabei, wo ich echt sagen muss, vielen Dank. Da gibt es, glaube ich, einiges zu optimieren, was echt gut ist. Ich teile dann auch gerne nochmal das Ergebnis. Bisher war die Familie immer ganz zufrieden, aber ja, Mike, ich glaube, wir beide sind da so Typen, die doch das ein oder andere nochmal gerne optimieren wollen auch. Und ich habe jetzt auch gemerkt, Strebelachs ist dann vielleicht eher die Königsdisziplin und man fängt dann erstmal an, gute Forellen zu räuchern und Schwimmen ist die Disziplin auf jeden Fall. ja, und Im Bundal. also so und Pfefferkörner und Zwiebeln habe Besser ich auch mal weglassen. ausprobiert. Ja, also ja, ich fühle mich als Anfänger, aber dafür ist ja auch genau das Format da. Ne? Finde ich super, dass du uns die Insights gibst, die Tipps gibst. Ich glaube, das hilft vielen gerade auch, einfach diese Anfängerfehler auch zu unterlassen und ja, direkt gut starten zu können. Was ich ja finde, und ich glaube, Mike, die Erfahrung hast du auch gesammelt, es gibt halt Foren oder auch Gruppen, wo dann auch diese Mythen geteilt werden. Ne? Sowas wie Wasser zu nutzen, um das Räuchermehl anzufeuchten, damit irgendwie das schön glimmt im Ofen und so weiter und so fort. Oder bei 80 Grad Räuchern, was du auch selber sagtest. Und da muss man wirklich sagen, ja, da sind, glaube ich, viele Mythen, die man hoffentlich dann auch mit diesem Stream so ein Stück weit aufklären konnte. Weil ich finde, du hast auch sehr, sehr gut auch erläutert, warum Dinge so sind, wie sie sind oder warum man Dinge auch nicht machen soll, wie man es machen sollte. Also, dass man jetzt Zwiebeln und Knoblauch nicht in die Lake mit reinmacht, weil es auf einmal säurehaltig wird und nicht mehr in der Lake ist. Ich glaube, alkalisch ist es dann ja. Ja, Chapeau. Also finde ich gut. Finde ich viele, viele tolle Insights, viele tolle Hintergründe, die du da geteilt hast. Und Mike, ich übergebe nochmal an dich. Der Blogartikel, ist der denn eigentlich Ja, geupdatet? der Dennis und ich, wir haben ja ein bisschen vorgearbeitet. Erstmal nochmal herzlichen Dank natürlich für deine Zeit heute Abend. Also mir hat es total Spaß gemacht, ja. Ja, Und gerne. wir haben ja im Vorfeld einige meiner gröbsten Dinger, die ich da so, die Böcke, die ich da geschossen habe, die habe ich dann in meinem seit Mai existierenden Blogartikel, habe ich dann, ich würde nicht sagen, korrigiert, ergänzt, noch schöner gemacht, aktualisiert. Du hast das alles gelesen, du hast mir da ganz viele Tipps gegeben und der Artikel ist jetzt online. Also auf ul-phishing.de könnt ihr das alles noch nachlesen, auch das, was wir hier heute diskutiert haben. Da sind auch schon die Dinge reingeflossen. Ne? Also da ist auch erklärt, wann man überhaupt trocknen soll, ne? Nur zur kalten Jahreszeit. Da sind auch die Begründungen drin, da sind auch die Temperaturen nochmal aktualisiert. Ich werde nochmal einige Erkenntnisse von dem, was du heute berichtet hast, werde ich auch nochmal einbauen. Aber ich denke mal für euch schon mal ein ganz guter Einstieg. Schaut euch das an. Ich habe euch eine kurze URL hier nochmal reingepackt. T1P.de, frischer Fisch habe ich das gerade genannt. Und dann kommt ihr direkt zum Artikel. Und wenn ihr im Chat seid, könnt ihr direkt draufklicken. Ne? Der David fragt gerade nochmal und will noch eine Frage loswerden. Ja, komm nochmal her, David. Ja. Ja, einer geht noch, ne? Und das hat, glaube ich, ist, glaube ich, die Frage mit den Fotos hier. Warte mal, ich mache das mal groß. David, trau dich. Ja, genau, weil ich habe nämlich ein ganz konkretes Problem. Ich habe diesen Räucherofen, ich habe das Foto mal geschickt, damit man das sieht, womit ich arbeite. Und die Anleitung war so, dass ich in das Räuchermehl glühende Kohlen reinlegen sollte. Mike, vielleicht kannst du das ein Stückchen größer machen. Ich glaube, Dennis ist im Ja. Handy drin. Warte mal. Ich mache das mal im Vollbildmodus. Warum glühende Kohlen, wenn du einen Gasbrenner hast? Ja, weil da nämlich keine Löcher sind. Ja, Also das Feuer reicht nicht aus, um das Mehl zu entzünden irgendwie. ist der Brenner nicht hoch genug unter dem Blech. Guck Also mal. der Brenner müsste näher dran ans Blech, dann würde, weil es ist Genau. auch, da ist ja eine Schale drin. Die Schale hat ja auch keine Löcher. Also es ist eine Schale auf dem Blech. Und da ist das Mehl drin. Vielleicht ist auch das schon ungünstig. Hier ist eine Schale. Normalerweise ist das ja so, dass der Brenner unter dem Blech, die Flamme unter dem Blech schlägt und das Ja. Blech dann die Hitze aufs Mehl überträgt und es dann anfängt zu glimmen. Also Die besser Flamme kann es. darf nicht ans Mehl kommen, dann haben wir sofort einen Brand wieder. Okay, aber besser, ich würde dann das Mehl aufs Blech anstatt in die Schale schmeißen, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich den Brenner ein bisschen näher drunter machen und dann funktioniert das auch. Ah, super. Mit Kohlen im Räuchermehl ist so eine kleine Anzündkohle meistens nur im Winter fürs Kalträuchern. Aber so braucht man das nicht.
Okay, also mehr Kontakt zwischen Mehl und Hitze. Genau, dass der Brenner ein bisschen höher unter das Blech kommt und dann fängt das schon von alleine an zu glühen. Ja, wunderbar. Dankeschön. Gerne, gerne. Super. Ja, dann wird es Zeit, dem Dennis danke und nochmal Tschüss zu sagen. Ne? Schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder hier im Stream. Da suchen wir uns ein schönes Thema aus. Ne? Mir würde das total freuen, wenn wir da noch weiter einsteigen. Ne? Klar. Dennis, vielen Dank. Und ich glaube, wir werden berichten. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also, okay, mach's super. Gut. Ciao. Ciao, Dennis. So. Ja, das war, glaube ich, unglaublich, oder? Also, krass, ja. Ein Wissensschatz sondergleichen. Ja, vor allem, also, man macht sich ja hier so ein bisschen nackig, ne? Also, es geht immer besser, sag mal, ne? Das ist so wie beim Angeln auch, ne? Das ist halt so, das ist nochmal dieses i-Tüpfelchen oben drauf, ne? Das war so der Räucherexperte, das ist so wie der Tim Kepler beim Angeln, ne? Oder vielleicht der Dwight auch. Ja, der Dwight und der Dennis Schneider natürlich auch. Also nochmal total vielen Dank an den Dennis, ne? Dennis Schneider, das war schon große Klasse, dass du da erstens den Experten gefunden hast und mir dann auch noch Bescheid gesagt hast und dann ging das halt so langsam los, ne? Also da bin ich total happy. So. Genau, machen wir weiter. Ich glaube, bevor wir dann so langsam auch den Ausklang finden, werden wir nochmal auf die Fangberichte eingehen. Wir haben ja da ein Stream-Mic immer ganz gern geschaut mit dem Max. Der Max hat ja auch immer Fangberichte vorgelesen. Und David, glaube du kennst den Stream auch sehr gut. Und ja, wie gesagt, man kann bei uns auch mal gerne Fangberichte einreichen, teilen wir total gerne. Und uns hat ein Fangbericht erreicht, der über die Landesgrenzen hinweg wahrscheinlich für ein wenig Aufregung auch gesorgt hat oder Furore. Und zwar... Ja, ist es nicht der Sensationsfund? Das sind nicht die Ohren. Sondern in Neuseeland hat die Ray Bushby eine besonders große Regenbogenforelle gefangen mit 14 Kilogramm. So beim Thema Schnur, glaube ich, hätten wir schon ein Thema gehabt, oder, Jungs? Ja, ich meine mit der, das wäre ganz schön knapp gewesen. Ne? Also bei mir ist es ja wichtig. Kein, ne? Stimmt, kein Thema. Also ich stelle mir mal vor, die hätte ich an meiner Abu Garcia Diplomat Nano mit Solid Tip und 2,5 Gramm. Ja. Das wär ein Knick gewesen mit der, ja, mit einer strafferen vielleicht. Ne? Aber guckt euch mal diesen Fisch an. Der ist ja wirklich ganz schön buckelig. Ne? Der ist, wie der gewachsen ist. Naja, 14 Kilo, das ist ja, wenn du so ein Selter 1,5 Liter Pack nimmst, das sind 9 Kilo. Also da hast du, glaube ich, ein bisschen was zu ziehen. Ganz spannend ist auch, in dem Artikel von blinker.de wird auch so ein Stück weit beschrieben, wie der Drill eigentlich abgelaufen ist. Da steht, gegen 10.30 Uhr, als ihr Vater eine Pause einlegte, bekam sie einen Biss auf eine kleine Mehlkäferlarve. Also ja, kein besonders großer Köder. Nach dem Anhieb wurde viel Schnur genommen und die Rute bog sich bedenklich. Ich hatte die Rollenbremse ein wenig lockerer eingestellt, weil mir in der Vergangenheit schon ein paar größere Fische abgerissen waren, erläutert Bushby. Das ist, glaube ich, ein bisschen Schnur, wenn wir auch gleich weiterlesen, ist es, glaube ich, nicht nur gewesen. Glücklicherweise fischte ihr Freund John ca. 100 Meter flussabwärts und dann setzte sich die Forelle auch noch in einem Hindernis fest. John meinte, dass er die Forelle so lange in Ruhe lassen sollte, bis sie sich aus dem Hindernis freigeschwommen hätte. Also Mike, ich erinnere mich noch, als wir am Angelsee waren, ich habe ja auch eine große Forelle gehabt, die sich in ein Hindernis verabschiedet hat. Danach hast du mich, glaube ich, fluchen gehört, oder? Weil die Forelle abgerissen ist. Ja, und das ist auch das Ding. Man ist dann irgendwie so, man will die dann auch raushaben und dann macht man so ein bisschen einen auf Panik, ne? Weil da ist ja jetzt so ein großer Fisch dran und den möchte man natürlich auch fangen, ne? Also in der Theorie muss man natürlich locker und ruhig bleiben, ne? Ja, in der Theorie. Ja, wenige Minuten später nahm die Forelle tatsächlich wieder Schnur. Nach einigen weiteren, aber nicht mehr so weiten Fluchten tauchte eine riesige Regenbogenforelle an der Oberfläche auf, die John routiniert kescherte. Gerade als er den Fisch im Kescher hatte, löste sich auch der Haken aus dem Maul der Forelle. Ich glaube, so einen Moment haben wir schon öfters gehabt. Und auch insbesondere in der PTC, glaube ich, wenn es dann darum geht, die wichtigen Fische zu fangen. Ja, also Chapeau. 30,31 Pfund entspricht 13,75 Kilogramm. Ja, ich würde sagen, da geben wir einen Applaus hin, ne? Ja, Respekt. Und,
auch in die Community, wenn ihr spannende Fangberichte habt, die ihr gerne vorstellen wollt oder vorstellen lassen wollt durch uns, reicht sie gerne rein. Stellen wir gerne vor, gerne auch mit Bildern. Da ist, da haben wir viel Zeit eingeräumt, um die dann entsprechend auch vorstellen zu können. So, kommen wir so langsam zum Abschluss. Ich würde, eigentlich ist die letzte Frage immer, was macht ihr am Wochenende? Aber einen haben wir noch, der Andi hat sich gemeldet. Einen haben wir noch, genau. Der Andi Lua hat sich gemeldet und ist zwar kein Fangbericht, aber ist einfach nochmal eine Rückmeldung an uns und mich hat das total gefreut. Der Andi schreibt hier, Moin Mike, ich schätze euer Format und deine Projekte, Fishing Guide, Homepage, ich verfolge sie schon etwas länger, ne? Das ist genau das, was der Community bisher fehlte. Vielleicht kann ich diesmal was zurückgeben. Mal so ein Tipp und Hinweis. Meine Spoon Wallets habe ich aufgeteilt nach Gewicht. Bis 1,5 Gramm, 1,5 Gramm, 2,5 Gramm und größer 3 Gramm. Dazu habe ich meine Spoons nach der Rückseitenfarbe in 3 Kategorien sortiert. Gold, gedeckt, dunkel, weil man die Rückseite nicht einsieht. Gold ist ja eher für den Start nach Besatz, gedeckt immer und schwarz, dunkel ja eher zum passiven Einsatz. So, weiß ich in der Regel sofort, also ohne Spoons umdrehen, welche Spoons für ungefähr welchen Einsatzzweck gedacht sind. Vielleicht sieht man sich ja mal am Wasser, zum Beispiel gut Schnete oder bei Andi in Mechtersen. Ja, sind wir ja auch ab und an, ne? Norman, solltet ihr mal wieder einen Teich bei Willi, ne, mieten? So, meldet euch doch gerne, ne? Schönes Wochenende. Ja, also Andi, ne, Andreas aus Winsen, vielen Dank für die Blumen. Ne? Ich meine, wir machen das hier für euch. Mir macht es auch total Spaß, ne, wenn man mal so drauf guckt. Das ist jetzt hier die vierte Sendung, die wir jetzt gemeinsam machen. Wir haben super interessante Gäste hier schon gehabt, auch heute. Ne, das war für mich auch nochmal, gerade mit dem Dennis, auch nochmal so eine richtig, richtig tolle Aktion. Wir merken, die Community, die wächst jetzt so langsam. Ne? Und ja, wenn sich das so weiterentwickelt, also ich mach das total gerne, ne? Also das Wissen einfach auch weiterzugeben und hier auch so ein Forum zu bieten. Ich habe da auch Bock drauf, ne? So vierte Sendung, wow, ja. Wahnsinn. Hohe Lernkurve, auf jeden Fall, hohe Lernkurve. Ja, vielen Dank, Andi, für die Blumen. Und ja. Genau, gehen wir mal weiter in 2 Wochen. Was haben wir in 2 Wochen vor? In 2 Wochen wird Felix von Schnelle Forelle da sein. Und ja. Wir werden über klassische Angelmethoden sprechen. Das ist, glaube ich, auch mal ganz spannend, so als UL-Angler über klassische Angelmethoden zu sprechen. Wird auf jeden Fall ein spannendes Interview. Freuen uns auch schon drauf. Ich nehme mal hier den Bildschirm wieder aus. Wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden. Auch der Felix hat da, glaube ich, einiges an Erfahrung. Und last but not least, ich glaube, wir drei sind alle am Angelteich. Am Wochenende? Ja, ich kann das für. Ja, David und ich auf jeden Fall. Ne? Nicht alle drei am gleichen, oder? Nee, wir sind ja in Holland. Wir sind mal wieder auf unserem monatlichen Turnier, der PTC. Beim Tim und Heid sind wir da wieder unterwegs. Die Wetterbedingungen werden ja ein bisschen besser, David, ne? Ja, ich habe gerade nochmal geguckt. Ich habe mich nämlich schon auf Wind vorbereitet, aber die Wetter-App sagt kein Wind. Super. Soll so bis maximal 22 Grad sein und bewölkt starten. Morgen soll man das Team-T-Shirt kann man tragen, ne? Morgen soll nochmal mächtig, ja, machen wir. Aber morgen soll nochmal mächtig Regen kommen. Das heißt, das Wasser wird ein bisschen kälter sein. Ja, ich hoffe, dass die Fische trotzdem nicht zu gut beißen, weil dann bin ich besser. Ja, und Norman, was machst du? Ja, ich habe dann doch kurzfristig, naja, ganz so kurzfristig war es dann doch nicht mehr, aber bei mir hat sich ein bisschen was verschoben und Sonntag habe ich Zeit zum Angeln gefunden. Und ich werde mit meinem guten Kumpel Jesko nach Mechtersen fahren. Also Andi, ne, falls du da bist, Mechtersen, Sonntag, komm gerne vorbei, Plätze 1 bis 5 sind unsere, schon direkt vorreserviert. Genau, also Andi vom Forellensee Mechtersen, der freut sich, glaube ich, auch schon, ganz cooler Typ. Mike sind wir auch schon des Öfteren gewesen. Ja, und weißt du eigentlich, wem wir das zu verdanken haben, dass wir da hinfahren? Das war Olli. Olli Goes Fishing, mein Freund Olli, der ist gerade eben noch reingekommen, so auf den letzten Metern hier. Der hat mir vor einem Jahr ungefähr, sagt er, pass mal auf, ich habe hier so einen See, da ist ein neuer Pächter drauf und guck dir das mal an. Und Olli, der Witz ist ja, wir beide haben da noch nie zusammen geangelt, obwohl wir das immer wollten, ne?
Aber den Tipp hast du uns gegeben und dann bin ich mit Norman da gewesen und einige Male sind wir jetzt schon da gewesen. Ich meine, liegt ja bei uns nicht so weit weg, ne? Und fast ums Eck. Ja, ich drücke dir auch die Daumen, Norman, dass das mit dem Fangen klappt. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Jetzt gucken wir, glaube ich, müssen wir was zeigen. Nein. Ich drücke euch auf jeden Fall auf auch die Daumen für das Turnier. Ich glaube, Mike, du kannst ja nur noch aufsteigen. Ich glaube, du kannst ja gar nicht mehr Punkte lassen, sondern in der Gesamtwertung musst du ja, glaube ich, kannst ja maximal noch Punkte dazu gewinnen. Ja, das heißt nicht, dass andere nicht vorbeiziehen können. Das würde ich nicht sagen. Ich bin, glaube ich, jetzt auf Platz 18, bin ich jetzt. Also ich habe ja so ein kleines Ziel, so Top 15 für die erste Saison. Das wäre natürlich schon super. Ich habe auch etwas Neues mit dabei. Ich werde das Thema vertikal angeln, habe ich jetzt mit dabei. Ich habe Gotthens Jaria habe ich umgebaut und dann habe ich noch ein paar andere Köder, die so Pelletfarben sind, Pelletartig sind. Der David hat sie auch im Gepäck, ne? Werden wir ausprobieren. Zwei davon habe ich auch geholt. Ja, muss ich mal gucken. Ne? Mit neuen Ködern bin ich immer ganz langsam. Ja, muss mal gucken. Ne? Man nimmt immer da gerade im Turnier, ich meine, da muss man das nehmen, worauf man vertraut, ne? Nee, geht los, ja. Also freue ich mich drauf. Mal gucken. Top 15 wäre cool am Ende des Jahres. Du bist ja beim nächsten Mal auch wieder dabei im Oktober, ne? Richtig, richtig. Oder freue ich mich. Ja, sehr gut. Super, ja, dann glaube ich, da ich heute die Gesamtmoderation hatte, bleiben mir die letzten guten Worte. Vielen Dank auch an die Community, dass ihr dabei wart. Ich glaube, es war wieder super spannend. Hoffentlich habt ihr dazugelernt. Gebt uns gerne Feedback, genauso wie der Andi auch. Und ja, wir freuen uns einfach das nächste Mal dann mit euch gemeinsam über klassische Angelmethoden mit dem Felix von Schnelle Forelle zu sprechen. Also, schönen Abend euch noch. Schönes Wochenende. Viel Erfolg am See. Immer bis bald. Spaß und dann bis in zwei Wochen.